Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft 2 Replaycast Nummer 2000. Wir haben jetzt das Finale der IEM Katowice, der World Championship 2021, beziehungsweise 2021-22. Und da haben wir zwei bekannte Zergs, zwei bekannte Namen, zwei richtig starke Spieler in den Top 10 der Rankings schon seit langer Zeit vertreten. Einmal in Rot der Finne, es ist Seville, beim Team Ensign nach wie vor. Und sein Gegner in Blau, der Italiener, beim Team Clash, es ist Rainer. Die beiden starten hier auf Pride of Altaris. Das ist unsere Startkarte. Rainer mit der Hedge First an der Goldbase. Seville mit einer normalen Hedge First. Ja, und jetzt sind die 2000 da. Fühlt sich ein bisschen eigenartig an. Ja, man kann es nicht so wirklich gut beschreiben, muss ich ehrlich sagen, weil die 1000 war ja 2019. Also ist 3 Jahre her. Und jetzt schon wieder in diesen 3 Jahren 1000 Casts geschafft. Ein bisschen fühlt sich banal an. Zum einen, dass es wieder 3 Jahre sind. Zum anderen, dass es schon wieder 1000 Casts sind. Und ja, habe mir das ein bisschen so zurechtgelegt, dass sich das eben mit dem Finale hier überschneidet. Die beiden hatten schon viele Matches, viele starke Matches. Steht 22 zu 13 für Seville mit 80 zu 63 in Maps. Also wirklich schon sehr viel Turniererfahrung gegeneinander gesammelt. Und einiges davon ist auch auf dem Kanal erschienen. Das erste Mal habe ich die 2019 gecastet. Das erste Mal gegeneinander gespielt haben die 2016 bei der Assembly Winter und dann danach in der Dreamhack bzw. in der WCS Valencia. Und da beides mal Seville 0 zu 3 gewonnen. Das eben zu dem Zeitpunkt, als Rainer als aufsteigendes Talent galt, aber eben noch nicht diese namhafte Größe war, die er jetzt ist. Also da hat sich viel gewandelt in den Jahren. Seville war da auch noch 2018 auf seiner Monster Streak, wo er so effektiv alles abgeräumt hat, was ihm in den Weg gekommen ist. Also da war Seville vollkommen egal, wer es der Gegner ist. Er räumt einfach komplett durch. Ja, tatsächlich das erste Mal gecastet habe ich die beiden 2019, aber nicht in einem normalen Replay-Cast, sondern in einem Extra-Cast, nämlich WCS Winter Replay Series. Also damals war es noch so, dass ich stellenweise Casts noch ausgelagert habe in eigene Serien von verschiedenen Turnieren. Das war dann quasi nebenbei, weil ich quasi die Anzahl ans normalen Replay-Cast nicht hochgedreht habe, aber einfach es liefen parallel andere Casts, andere StarCraft-Replay-Casts. Das war so die Zeit. Weil insgesamt bin ich ja weit über 2000 gecasteten Spielen. Also ja, wisst, die Zahl steht zwar 2000 dran, aber das ist halt von dieser Videoserie. Es gibt ja noch weitere Videoserien. Es gibt Livestreams. Theoretisch auch in den Videoserien selber casten ja inzwischen nicht mehr einzelne Games, sondern komplette Serien, die da drin enthalten sind. Also in Sachen gecastete StarCraft-Games, ich glaube, da bin ich schon fast an den 10.000 dran, wenn ich das schätzen müsste. Vielleicht habe ich das auch gar schon, aber ich habe gar keinen Überblick, wie viel StarCraft ich über diese Jahre jetzt schon gecastet habe. War wirklich ja mit so Best of Sevens, Best of Fives. Und zudem versuche ich ja meistens die zu Nulls zu vermeiden, wenn ich die Wahl dazu habe. Bei Playoffs bin ich da ein bisschen entspannter, weil einfach Playoffs da interessanter sind. Da kann schon sowas schon mal vorkommen, aber grundsätzlich sieht man eigentlich von mir immer öfters mit, ja, nicht zu Null Games. Daher sammelt sich schon, was ich an Karten in StarCraft gecastet habe. Und auf jeden Fall deutlich mehr als 2000. Aber ja, jetzt die Videoserie bei 2000. Ich muss mal gucken, ob ich das irgendwie in eine riesen Playlist packen kann. Ob YouTube das zulässt. Ich weiß gerade gar nicht, was da das Maximum ist. Aber wir sind jetzt erstmal Link-Baning von beiden Seiten. Natürlich die Goldbase von Rainer. Die ist Seville Dawn im Auge. Stellt auch Linge ab. Könnte da Baning morphen. Einfach so an der Seite und die dann reinlaufen lassen. Hat dann Overlord in der Gegend. Wobei, da kommen auch Linge von Rainer mit hoch. Das siehst du, da kommen auch die Baninge. Also wie erwartet, es gibt eine Baning-Aktion. Die Linge ist nicht die Hand. Täuschung und da geht's rein und da macht gleich Fang und direkt die ersten 6 Rounds zerstört. 32 zu 36 jetzt der Work-Account. Dritte Basis kommt auf beiden Seiten, aber Seville nach wie vor mit der normalen Basis. Weitere Linge, die da unterwegs sind. Und dann noch gesehen, das erste Mal in einem Replay-Cast Seville gegen Rain hatte ich im Cast 1010. Okay, die Linge wollen hier nochmal nachsetzen für einen weiteren Kill. Kriegen die nochmal einen zweiten, ne, aber dafür nochmal ein Baning. Also hat sich trotzdem ordentlich gelohnt. Und hier gibt es die nächste Baning-Aktion direkt. Das ist ein Rainer, nichts dergleichen gerade unterwegs. Schickt einzelne Linge raus. Ja, und zuletzt hatten wir die beiden tatsächlich Cast 1830. 34. Das ist schon überraschend lange her. Aber gut, ich freue mich immer wieder, die beiden zu sehen, weil die liefern sich im ZVZ was richtig krasses ab. Und da gibt es die nächste Baning-Aktion. Und Rainer wieder ein bisschen spät mit der Reaktion. Baning 1 crasht rein, Baning 2 macht die Kills. 5 weitere Kills gesammelt. 35 zu 42, also bisher kein schöner Start. Für Rain jetzt doch schon 12 Drones verloren. Gegen gar nicht mal so viele Banes und Dinge. Also Resources lost 650, 250.
Und Savile freut sich darüber. Hat den Mining-Vorteil und zudem, wie man sieht, Army-Supply-Vorsprung. Denn Vayner muss natürlich Mineralien aufwenden, um die Drones nachzubauen. Das sind Mineralien, die fehlen dann für Linge. Die fehlen für andere Gebäude, für Tech. Das wirft ihn alles weiter zurück. Währenddessen wollen sie die Queens in Overlord schnappen. Nein, rudern zurück tatsächlich. Die hätten den kriegen können. Die haben ja die Highground Vision durch den eigenen Overlord eigentlich gehabt. Also nicht sicher. Vayner fühlt sich da sehr bedroht. Und jetzt sieht man auch warum. Denn da sind schon die ersten Roaches-Linge. Das ist halt immer das Problem auch von der Goldbase. Sie ist deutlich leichter anzugreifen. Queens stellen sich da mal kurz in den Weg. Aber die Roaches arbeiten sie weiter voran. Also Savile will hier einfach das Game bestimmen. Und macht er bisher auch sehr, sehr gut. Währenddessen versucht Raider eine Antwort drauf zu bauen. Dort eigene Roaches, Missile Attacks 1 kommt auf beiden Seiten. Ist auch sehr, sehr nah beieinander. Also kaum Unterschied. Damit keine großen Vorsprung haben. Insgesamt 58 zu 48 Drones allerdings. Also Savile jetzt... Sobald das alles läuft, sieht es mining-technisch gut für ihn aus. Dass er dann auch noch mehr Roaches bauen kann danach. Vancouver wird sogar gecancelt. Das sieht man nochmal. Einfach Optimierung. Das Geld zurückkriegen und dann anderweitig in Roaches und Linge stecken können, ist schon wichtig. Jedes bisschen Mineralien wird gebraucht. Für Savile momentan haben Supply hinten, aber grundsätzlich spieltechnisch sieht das besser für ihn aus. Vayner ist da gerade noch höher, aber das wird nicht mehr lange dauern. Savile zudem, man sieht es hier, plus sein Missile Tech und Roach Speed, das ist halt sein Vorsprung. Also Vayner sammelt sich für einen Roach-Angriff auf Hatchery Tech und da ist er auch schon. Die ganzen Roaches, die Baninge mit dabei. Savile kann mit der ähnlichen Masse in Roaches antworten und eben die Zeit spielt jetzt für Savile. Also Rainer ist da ein bisschen unter Zeitdruck. Versucht hochzupushen mit Linge, mit Baningen. Die Roaches waren ein bisschen daher. Aber Gott, die Linge, Baninge werden komplett abgefangen. Es sind nur die Roaches alleine übrig. Passiert sonst gar nichts weiter. Der Baning schafft es aber auch nicht rein. Ein Problem ist eben jetzt für Rainer, er hat halt dann einen riesen Nachteil, der sich mehr und mehr auftut. Er geht auf seinen eigenen Leertag, er geht auf den Carapace Upgrade, damit er irgendwas erforscht in der Zeit. Die Linge von Savile nochmal unterwegs. Supply ist nach wie vor überraschend ähnlich. Worker Count ist jetzt aufgeholt, aber das plus zwei Roaches werden wehtun, wenn es in den Kampf kommt. Und auch wenn Savile Road Speed hat, kann er das Timing direkt nutzen. Ich gehe stark davon aus, dass er das auch nutzen möchte. Aber das Upgrade online ist, geht es nach vorne auf seiner Seite Richtung Goldbase. Nimmt hier nochmal zwei Drones mit. Also nach wie vor, dass die Sache mit den gesnipten Drones ist sehr einseitig. 14 zu 0 steht es da aktuell. Mit 60 zu 55 insgesamt, Supply wächst immer noch. Und jetzt ist das Savile wieder vorne. Vayner hat es jetzt auch mal geschafft, in den Leertag zu kommen. Ling wird abgefangen. Und da kommt sein Road Speed. Aber das andere Road Speed ist halt gerade fertig geworden. Das heißt, Savile kann jetzt theoretisch losstürmen. Er hat sie noch ein bisschen bedeckt. Nimmt mal den Overlord raus, versucht zumindest. Aber verfehlt vollkommen mit den Corrosive Bites. Dessen sammelt Vayner auch mehr und mehr. Da kommt noch Burrow und Tunneling Klaus mit oben drauf. Overlord, zweiter Ansatz, lebt aber immer noch. Und da jetzt die Gold Base bei Savile. Also er spielt da einfach weiter. Setzt es hier nicht auf einen Push an. Playbook ist damit auch kurz da. Und da hatten wir kurz Oversupply. Weil die Hedge wird gecancelt, dann doch. Okay, Savile will nicht die... Okay, nee, er hat Angst, dass was bei ihm vorbeikommt quasi. Dass direkt die Hedge gesniped wird. Aber tatsächlich das Risiko ist ein bisschen unbegründet. Er hatte genügend Feuerbaum, sich dem entgegenzustellen. In 7 Sekunden, nämlich plus 2. Und damit ein mächtiges Upgrade mehr. Ja, Rainer wird dann Carapace bekommen, aber Carapace gleicht das nicht ganz aus. Das Plus 2 Missattacks ist ein stärkeres Upgrade als das Plus 1 Carapace. Aber erstmal Gegenangriff mit den Dingen, die versuchen hätten für Chaos zu sorgen. Es ist vielleicht auch die erste Drone gestorben. Ja, es ist die erste Drone gestorben von Savile. Nimmt eben hier seine vierte. Rainer hat nämlich noch keine vierte unterwegs. Und es gibt mehr und mehr Ravager. Rainer selber ist nur auf Roaches gerade. Wartet auf sein Roadspeed, also er greift jetzt wieder an mit noch mehr Masse an Roaches. Maxed out Supply, große Piles sind aber eine Gefahr. Man zieht auch direkt die erste Reihe, kriegt Schaden ab. Im gelben Bereich, Transuses waren genutzt und jetzt geht's hoch. Die Rampe, Ravager 1 wird angegangen, kommt von der Seite vielleicht nochmal Roaches mit dazu. Und Rainer wird da ein bisschen eingekesselt, aber nur wenig. Versucht sich hauptsächlich mit Gewalt durchzuquetschen. Sieht jetzt auch, dass Tunneling Klaus auf der gegnerischen Roaches aktiv ist. Da wird Burrow auch genutzt, um die Flanke mal kurz zu retten. Die Roaches halten hier einfach den Highground. Und mit Corrosive Bites ist das für Savile gar nicht mal so schwierig. Rainer versucht nochmal reinzulaufen, aber kassiert dabei noch. Und eben, er hat die schlechteren Upgrades, verliert jetzt seine Queens. Heilungsenergie auch nicht mehr so viel da. Man zieht Supply Tennis schon. Rainer fällt hier zurück. Savile setzt sich mehr und mehr ab. 30 Supply Vorsprung. Währenddessen gibt es keinen Link Drone bei oder ähnliches, der da irgendwie noch Counter-Schaden macht, sondern nein. Es wird Rain einfach komplett zurückgeschoben und gleich bekommt er nochmal ein paar mehr Roaches ab. Hat aber rechtzeitig einen Overseer dafür parat. Sollte das also in den Griff kriegen ohne größere Verluste. Gar keine Verluste erstmal. Das macht Savile einfach weiter mit Overlord-Snipen. Trifft aber fast seine eigenen Roaches dabei. Haben einen Doppelkill hier gemacht. Und er hat halt auch eine vierte mit oben drauf. Geht jetzt selber auf das Carapace, währenddessen geht Rainer auf sein Plus 2 Missile Attacks.
Da ist nach wie vor das Timing ein bisschen besser für Savile und er versucht sogar wieder zu pushen. Nebeneffekt mit Burrow und Tunneling Klaus ist natürlich, er kann die Roaches eingraben, kurz hochfallen lassen und sofort mit voller Stärke wieder kämpfen. Muss also nicht kurz warten, bis sich die Einheiten regeneriert, sondern ist er viel schneller wieder kampfbereit und man sieht es auch, er macht hier mehr und mehr Druck. Jetzt wieder an der Goldbase, die Roaches von Rainer werden hochgejagt, wenn es gibt es noch den zweiten Roaches, der einfach in die Mainbase reingeht. Mehr Chaos hier in der Basis von Rainer und er sagt sich, nee, das wird so nichts mehr. Das 1-0, das geht hier an Savile, hat das bisher recht solide unter Kontrolle. Sehr bestimmter hier gespielt und Rainer bisher ja noch nicht so ganz die Antwort gefunden, aber es ist ein Best of Seven, da sind noch viele Chancen da. Mal sehen, wie die beiden weitermachen. Weiter geht's auf Berlin grad und Savile möchte einen Pool spielen, so wie das hier aussieht. Sammelt nämlich die Mineralien, hat keine Drone gebaut und los geht's mit einem 12er Pool. Gespannt, wie Rainer darauf reagiert. Das ist für Savile natürlich, das ist so seine neuere Art, die reformierte Savile Art, der ja sonst eigentlich immer Makro und defensiv, aber man sieht das von ihm mehr und mehr, dass er eben aggressivere Opener und generell aggressivere Spielweisen mit einstreut. Einfach damit er eben nicht so vorhersehbar ist und macht das bisher eigentlich auch recht gut. Die Frage ist eben, kann das Rainer irgendwie vorahnen, weil scouten wird das nicht, beim besten Willen. Es gibt keinen Scout, der das rechtzeitig sehen wird. Der Overlord wird das am ehesten sehen. Dann ist auch die Frage, wo wird der hinplatziert. Kann auch gut sein, der verpasst die Länge. Also das kann scouting-technisch katastrophal für Rainer laufen. Aber erstmal abwarten. Savile hat jetzt den Pool fertig, baut sein Ding, sein Spielplan ist ab hier recht klar. Hat ein paar Mineralien, macht ein paar Larven und dann baut man erstmal Linge. Die Frage ist, zieht er die Drones mit, weil die Drones wären fast schon unterwegs. Die brauchen nämlich deutlich länger, um Spinecrawler zu bauen und um mitzukämpfen. Doch, er zieht die Drones. Okay, er macht das tatsächlich. Er schickt alles vor, aber es sieht erstmals aus, keine vorgefertigten Spinecrawler, sondern direkte Spinecrawler. Wenn er welche mitspielt, aber er wird welche mitspielen, er hat viel zu viele Mineralien. Also ja, das ist der Plan, da wird er auch extra noch frei gemeint. Jetzt sieht der Overlord, zieht das jetzt auch alles. Also Rainer weiß jetzt, Situation ist etwas uncool. Er selber hat den klassischen Hedgegast Boot Opener gespielt und muss jetzt halt irgendwie gucken, dass er das blocken kann. Aber das ist, wird eine ziemliche Monsteraufgabe. Klar geht Savile dafür auch hard all in. Mining ist bei ihm nicht mehr viel los. Drei Drones, die dann noch fleißig arbeiten. Der Rest ist jetzt hier drin und es wuselt. Es ist noch kein Spawning Pool fertig eben für Rainer, weil er halt Hedge First gespielt hat. Das heißt, das Timing ist deutlich später. Da kommen die drei Spinecrawler. Da wird das ganze Geld jetzt reingesteckt, reininvestiert. Und weiter, ja, hier Drones werden am Leben gehalten. Aber das heißt natürlich auch, die sammeln nicht. Das bedeutet für Rainer wiederum, er hat selber viel weniger Mineralien zur Verfügung, als er gerne hätte. Ist trotzdem schön, da quasi mehr hätte, um das auch nutzen zu können. Und die Frage ist, kommen die Spinecrawler durch? An denen steht und fällt jetzt eigentlich für beide Seiten alles. Wenn es Rainer schafft, die Spinecrawler aufzuhalten, sieht es für Savile schlecht aus. Wenn umgekehrt, sieht es für Rainer schlecht aus. Erster Spinecrawler wird gecancelt. Die Drones und die Dinge kämpfen. Drones fallen auf beiden Seiten. 7-3, da bisher zweiter Spinecrawler ist im Megalauf, wird im letzten Augenblick gecancelt. Der dritte ist durch. Und es gibt keinen Counter-Spinecrawler. Das heißt, Rainer sieht das jetzt ziemlich mies aus. Er kann sich runter an die Mainbase verziehen. Aber Problem ist, man kann in dieser Karte die Natural auch belagern. Er läuft sogar direkt und dann könnte sie einfach hier oben einbuddeln und dann runterpeitschen. Das würde ja auch gehen. Die Queen versucht es mit dem Bodyblock, weil es sind nicht mehr viele Dinge und Drones da, um den Spinecrawler zu retten. Der Spinecrawler wird surrounded. Der Spinecrawler wird von Rainer surrounded. Gute Move hier, blockt ihn dann nochmal. Der Rest wird hier weggekämpft. Es sind 7 Drones zu 4 Drones. Es hat fast nichts übrig hier. Bei 3 von den Drones von Savile sind da noch so unterwegs. Der Spinecrawler wird weiter angegangen. Und Rainer scheint das tatsächlich halten zu können. Das sieht jetzt nämlich gar nicht mal so verkehrt aus. Er hat nämlich die Queen. Und die Queen ist wichtige Feuerunterstützung. Der Spinecrawler, ja, der kann nicht mehr viel tun. Der wird surrounded, dass die Drones nicht schon wieder arbeiten. Das ist ja das Überraschende. Aber 5 zu 4 Drones. Ich meine, bei Savile ist jetzt auch nicht viel los, mining-technisch. Es tröpft ihn immer noch einzelne Dinge nach für beide Seiten. Und gut, Rainer hat gerade gar kein Mining mehr. Das ist gerade sein Problem. Er müsste wirklich diese Drones wieder an die Arbeit schicken. Er hat die Queen. Die Queen läuft aber immer noch Gefahr, dass die surrounded wird. Jetzt mit dem Link-Reinforcement von Savile. Das heißt, jetzt ist der entscheidende Fight am Laufen. Transfuse mal einfach auf die Einheit, dass die ein bisschen länger lebt. Der Kampf läuft. Die Queen wird laut. Die Linge sterben. Die Drones sterben. Es ist eine Drone gegen drei. Die Queen fällt dann doch. Und es ist halt nichts übrig. Wir sind bei 7-2 Supply. Was ist denn hier los? Aber Savile hat noch ein paar Linge mehr. Die Linge von Rainer ist langgeschlagen. Und dann kann er das einfach nicht mehr. Weil er fliegt gerade hier seine letzte Drone. 8-0 Supply. Ah, schön. Grandios. Das sieht man auch selten, dass es gleich, also dass sie so ebenbürtig kämpfen, dass auf beiden Seiten das Supply halt mega ausgeht. Für Rainer wirklich das große Problem. Er ist lang mit seinen Drones dem Spinecrawler hinterhergejagt. Hätten die derzeit hier gearbeitet, hätten sie ja können, die Basis war ja relativ safe zu dem Zeitpunkt. Dann hätte er zumindest ein paar wichtige Ressourcen reingebracht, um nochmal ein paar Linge nachzulegen, weil die Larven hat er natürlich. Ihm fehlt das komplette Mineral, weil halt mining-technisch, er sieht nach Mining-Vorteil aus, aber man muss hier bedenken, zu diesem Zeitpunkt, Rainer hat effektiv kein Mining.
Die letzten 50 kamen, weil die Drones dann hier wieder angefangen haben. Also in diesem ganzen Fall war halt nichts am Arbeiten für Rainer. Alle Drones waren da weggezogen. Da ist der Mining-Vorteil dann da, mehr oder weniger, in Anführungsstrichen. Und konnte eben in der Zeit nichts nachbauen. Keine weiteren Längen kamen damit dazu. Und das war eben das Problem am Ende für ihn. Und somit hatten wir da 10 Drones zu 19 Drones. 22 zu 16 Länge. Eins Bankholder gesniped. Die anderen beiden gecancelt. Die Queen ist gestorben. Bitte für Rainer, weil er war nicht weit davon weg, das zu halten. Das wäre noch lustig geworden. Boah, das wäre so schön geworden. Dass ich, wenn irgendwie das Rainer mit 4 Drones gehalten hätte und Seville mit 3 Drones, wie hätten die beiden von da weitergemacht? Weil dann hätten wir eine ganz komische Situation. Mit einem Brood War-mäßigen Drone-Start. Aber gut, hatten wir hier nicht. Stattdessen ist es 2-0 für Seville und weiter geht's. Auf Blackburn sind wir zurück mit Hedgegar's Pool auf beiden Seiten. Also erstmal alles entspannt. Geben natürlich auch hier die Option Goldbasis. Aber bisher keine Entscheidung darauf getroffen. Wir werden jetzt erstmal zusehen, wie sich das Metagame von den beiden entwickelt. Wir waren ja bisher erstmal mit Lingen unterwegs und dann in die Roaches. Also Lingphase wurde in der ersten Karte auch nicht geskippt. Es gab ein bisschen Lingeplänkel, aber auch keinen vollen Angriff eigentlich. Und dann zweite Karte hat sich nicht groß entwickeln können. Da waren es Linge, weil halt notgedrungen auch nicht mehr verfügbar ist. Weil da noch auf einen Roach One zu warten, nee. Also kann man, gibt einen One-Base-Roach-Push, aber das ist eher so, das ist schon ein schwieriger Bild, weil wie gesagt, das wird zeitlich kritisch. Man verliert halt echt viel Zeit und Timing ist, wenn man schießen will, doch ein sehr wichtiges Thema. Erstmal kriegen wir es auf beiden Seiten Linkspeed. Die Overlords fliegen in Position und dann ist die Frage, wer schnappt sich eine Basis Nummer 3? Und die Antwort ist, Rainer tut das. Er ist unterwegs und Seville tut das ebenfalls, aber als Goldbase. Also da geht es dann wieder auseinander, dieses Mal aber genau andersrum. Die ersten Karte war es Rainer mit der Goldbasis und Seville mit der normalen. Jetzt ist es genau umgekehrt. Beide gehen auf Linkspeed, beide gehen auf ein Baning Nest und beide wissen dann eigentlich auch recht bald, dass das passiert, oder? Normal ist er. Müsste das Rainer schon mitbekommen, dass die Drone da, ja, das hat die jetzt auch gescoutet. Der Overlord ist dann nur zurückgeflogen. Also sie wissen Bescheid, was abgeht. Linkspeed und da kommen Zerglinge. Am aktuellen Befehl werden die aber gebunkert. Weil Splitlinge sind gleich da. Also die Frage ist, wie lange möchte Rainer da noch bunkern? Damit auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. Pumpt noch ein paar mehr Dinge nach. Okay, Overlord. Nein, da feindliche Linge tatsächlich kurz vorbeigekommen. Dachte gerade, ich schieße auf den Overlord, der weiter unterhalb ist. Aber nein. Zwei Linge, die jetzt verfolgt werden, da kommt der Rest der Linge, das geht an dem Overlord unten durch. Das heißt, Seville hat die Infos, kann er das verteidigen, weil die Goldbase hier zu verteidigen ist auch nicht so einfach, ist halt deutlich weiter draußen. Creep ist weit weg, Queens sind weit weg, das macht die Verteidigung etwas umständlich. Baning auf beiden Seiten, okay, schon mal gut beide Baninge entsorgt, also ist nicht so verkehrt für Seville, aber sein Edge spielt jetzt rapide Headpoints. Mehr Baninge kommen wir dazu, kann wenige traden, flippt da an, schon mal Linge, zweiter Baning ist jetzt weg. Die Linge werden deutlich weniger, legt keine weiteren Linge gerade nach und Seville scheint das halten zu können. Ja, Rainer hat nur noch 4 Linge hier, einer schwer angeschlagen, wird um einen rausgefokust, hat klappt sich nochmal kurz die Drone, aber der Link stirbt ebenfalls. Aber am Ende hat er sich sehr wahrscheinlich mehr davon erhofft. Seville hat ein bisschen mehr Resources verloren. 13 Linge zu 8, die eine Drone, die Baninge, die sie abgetradet haben. Insgesamt sind es bei 31 zu 39. Workon Overlord wird gerade noch gesniped und jetzt gibt es schon die ersten Roaches bei Seville. Also er legt tatsächlich direkt mit Roaches nach. Das sind aber dann langsame Roaches, wenn die über die Karte laufen. Wird ein bisschen dauern, die Linge schauen wir voraus. Ja, das haben wir hier ein bisschen Creep. Creep-Verbindung zwischen Natural und Dritter ist quasi vorhanden. Fehlt so ein Millimeter, aber das ist nicht so schlimm. Ihn stellt sich hier in die Wall. Die Wall wird nicht komplett auf ihn gebaut. Hätte quasi das Gebäude noch ein bisschen weiter reinstellen können normalerweise. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall haben wir noch mal ein paar tote Drones hier. Doch Beininge, aber nur 2 Stück. Die Hedge, ja, sie sieht nicht frisch aus, aber hey, sie lebt und sie macht das, was sie tun soll, nämlich Einheiten bauen. Da kommt noch mehr Lingbaining. Seville also mit, Seville tatsächlich, mit einem weiteren Angriff. Ist mega aggressiv unterwegs in der Serie. Schickt seine Roaches rüber. Rainer nochmal mit einem Gegenangriff mit seinen eigenen Lingen. Könnte die dritte hier einfach ja, überrumpeln, weil da ist halt jetzt nichts. Und da geht es nochmal an die Drones der Goldbase. Das heißt, das Mining wird versiegen. Währenddessen wurden hier die Larven gerade weggesprengt. Die Hedge wurde aufgegeben. Rainer ist es wichtig, gerade zu überleben. Er weiß, dass da
Savile sehr viel reinsteckt in diesen Angriff und versucht jetzt durchzubrechen. Aber man muss halt durch eine Engstelle, durch mehrere Queens von Zeus kommen. Die Goldbiss lebt tatsächlich noch. Die Linke haben das erstmal verteidigt. Das heißt aber weniger Supply in der, im Angriff hier. Aber noch viele Bänden mehr dabei. Kann Savile weiteres Mal durchbrechen. Spinecaller werden jetzt gerade fertig. Aber Roaches kommen jetzt auch gerade durch. Die Queens versuchen jetzt ihr Bestes. Es werden mehr Roaches gebaut auf Rainers Seite. Der hat einen Leertag auch mit unterwegs. Die Drones wurden bereits rausgeschoben und werden jetzt gesplittet. Trotzdem 5 werden gesprengt. Die Einheiten von Savile werden aber deutlich weniger hier in diesem Natural. Ein Spinecaller hat er zerstört, der zweite peitscht noch weiter rum. Link ist jetzt wieder mit dabei, ist reinforced mit 6 Drones, bis er gesniped. Aber warten noch mal ein paar mehr von. Die dritte lebt tatsächlich noch. Das könnte ein Problem werden, je nachdem wie viele Drones jetzt hier drauf sind. Das sind wir bei 26 zu 42. Rainer kann es sich leisten, Drones zu verlieren. Und er hat das jetzt schon gut genug gehalten. Savile sagt, ne, da geht dem Push die Puste aus. Er hat selber gerade seine eigene dritte auch noch verloren an den Lingen. Also für ihn ist das schlimmer geworden. Wie man sieht, die Hedge ist weg. Und damit Rainer hat hier alles souverän geregelt und macht damit seinen ersten Treffer in diesem Best of 7. Also so einfach wird es für Savile nicht. Aber mit einem 4-0 habe ich auch wirklich nicht gerechnet, dass das möglich ist. Dafür sind die beiden zu knapp gegeneinander gerankt. Und jetzt haben wir mal ein 2-1. Jetzt ist die Frage, kann Rainer nachsetzen oder bleibt Savile weiterhin der Akteur in dieser Serie? So, der Spielaufbau ist derselbe auf Hardwire, wie man sieht. Hedge Gaspool, dritte Hedge Linkspeed und Baning Nest. Und das auf beiden Seiten ist das aktiv. Hardware jetzt als Karte. Gucken, ob da ein bisschen mehr Makro-Game vorhanden ist. Karte bietet sich ja recht gut dafür an. Erstmal mit ein paar Lingen an der Edge rumknabbern, ist die Devise. Dann die Frage eben, wer zuerst angreift. Was dieses Mal noch fehlt, ist wirklich zweistellige Link-Count. Wobei, das hat Savile gerade erledigt. Der wirft gerade nochmal ein paar Linge aufs Feld. Die nächsten 10 Stück hier im Bau. Und ja, es werden nochmal ein paar mehr. Also doch, Savile plant einen weiteren Angriff. Und ist ein weiterer Besuch, kann eventuell die dritte ausschalten. Wäre ein großer Vorteil. Einfach mehr Larven zur Verfügung. Man kann leichter Ressourcen sammeln, bis einfach mehr Ressourcen sammeln. Und dann jetzt natürlich 32 zu 28 Drones. Unterschied ist da, aber vorwärts geht's mit diesen Lingen. Was können die bewerkstelligen? Baninge werden auf beiden Seiten gemorft. Nächster Linkkrieg. Link Baning Micro ist am Start. Queens gehen mit nach vorne. Die wissen, Hauptziel ist diese Hatchery. Kann man die Hatchery retten? Baninge kommen angewaddelt. Das sind die Linkworten. Der erste Connect trifft 3 und es lenkt vor allem die Linge von Hatch ab. Nächster Connect trifft auch nochmal 3 Linge. Und Savile hat hier selber gerade Baninge reingeschickt, aber die haben nicht gut genug getroffen. Die Drones, man sieht, die Drones sind angeschlagen, aber es sind keine Drones gestorben. Queens pushen uns weiter nach vorne. Ein paar Linge an der Seite werden aufgesammelt. Das war bis jetzt nicht so berauschend für Savile, die Aktion. 325 Resources lost. Also soweit für Rainer. Alles gut, alles überstanden. Seine dritte lebt. Hat ein bisschen Hitpoints verloren natürlich. Und seine Drones werden sich regenerieren an der Netspoil. Also das ist halb so wild. Für die ist das nicht so tragisch. Nächstes geht's in den Roach-Horn und beide schnappen sich auch Missile-Attacks. Also beide wollen auf Roach-Tag dann auch bleiben. Die Phase ist damit mehr oder weniger beendet und ein Safety-Spinecrawler sehen wir noch an der dritten Basis. Auf Rainers Seite. Jetzt mal 2 Dinge auch vorbei und die können vielleicht sogar die ein oder andere Drone mitnehmen. Nein, 4 Linge sind, also 3 Linge sind auf Standby. Baning krabbelt auch mit in der Gegend rum. Dinge werden verfolgt, Queen blockiert und für die Dinge sieht es jetzt ziemlich schlecht aus. Beide werden gesniped. Auf der Gegenseite gibt es dasselbe. Einfach ein paar Linge reinschicken, gucken man, ob man Informationen sammelt. Vielleicht kann man ein bisschen Schaden mitnehmen, aber Schaden ist recht unwahrscheinlich mit so wenigen Lingen. Aber beide kümmern sich jetzt gerade hier um die eigene Basis. Das heißt, man hat die Aufmerksamkeit für die Defensive. Ist jetzt nicht irgendwie vorne irgendwo abgelenkt. Und somit, ja, nächste Phase. Roach-Phase mit auch Leertag dieses Mal auf beiden Seiten. Nicht so, dass einer das sehr verzögert vorhanden hat und versucht, einen Hatchery-Tag-Push zu machen. Sondern beide entwickeln sich da in einer ähnlichen Rate. Hier wurden ein paar Linge rausgesprengt. 58 zu 50 Worker. Also es sieht ein bisschen besser aus hier für Rainer. Liegt natürlich einfach an der gescheiterten Link-Aktion von Savile, die ihn selber ein bisschen zurückgeworfen hat. Aber er lässt da noch nicht locker, wie man sieht. Versucht, die Linge wieder in Position zu bringen, aber weiß, okay, Spinecrawler ist mit dabei, das macht das schwieriger. Und jetzt mit einer wachsenden Anzahl an Roaches wird das auch nicht unbedingt leichter. Rainer entscheidet sich für einen Tech-Switch. Paar Roaches da, ja, so quasi zum Antäuschen. Guck mal, ich gehe auf Roach-Tech, wenn das bekommt auch gerade Baning-Besuch an seiner dritten Basis. Aber Split ist sehr, sehr gut, bzw. Split und Ausweichen. Trotzdem fehlt jetzt Mining-Time. Das hat langsam etwas nervig viel. Aber ja, 2 Drones gesniped ist nicht so tragisch und der Spire ist eben unterwegs. Jetzt aber währenddessen. Er baut auch mehr Vespinkas, also könnt ihr auch noch auf den Spire wechseln, aber nein, da haben wir plus 2 Missile Attacks. Und Road Speed kommt auch noch mit dazu. Das heißt, es gibt verschiedene Richtungen und wir werden zum ersten Mal Mutas sehen. Und da kommt auch der andere Spire, also tatsächlich, es war wirklich so.
mein volles Vespingas, alle sechs Vespingas-Serie sind ein guter Indikator dafür, dass man eben auf den Spire spielen möchte. Vierte Basis dann auch auf beiden Seiten auch in derselben Position. In derselben relativen Position, weil die Karte ist ja mehr oder weniger gespiegelt. Das beide Mann da weiter. Overseer scoutet hier rein und wird den Spire finden, also der Natural. Die Frage ist, weiß Savile vom Spire von Rainer? Vor allem Rainer wird jetzt gerade merken, okay, der ist nicht so weit wie meiner. Ich habe den zeitlichen Vorsprung, zwar bei einigen. Umgekehrt, Savile Scouting-Info. Spire steht an der Natural, ist fertig. Savile weiß noch nichts davon. Also Rainer spielt gerade mit besseren Infos. Mal sehen, wie lange noch. Savile ist nämlich gerade unterwegs mit seinem Overseer Scout. Aber 6 Mutas jetzt im Bau. Währenddessen hat Savile gerade noch Geld in Roaches investiert und damit Vespingas in Roaches investiert. Macht die Sache etwas schwieriger, in der Luft Fuß zu fassen. Die Frage, ob es überhaupt dann versucht. Wenn er gleich den Spire sieht, kann aber wohl auch sein, er baut die Corruptor, um wiederum die Mutas zu blocken. Die Option hat er natürlich auch mit dem eigenen Spire, weil das wird so schön hier zusammenlaufen. Er wird die ersten Mutas gleich mitkriegen. Das ist ja Rudet, das soll er jetzt auch gerade mitbekommen, dass die ersten Mutas da sind, weil Rudet gerade die Overlords zurück. Das ist also ein sehr, sehr deutliches Signal, dass man weiß, dass die Mutas da sind. Ihn blockiert hier nochmal sehr, sehr schön. Die Linge werden abgefangen und eben Overlords werden verfolgt. Und Savils Reaktion, es sind Corruptor. Also er legt sich mit den Mutas an. Corruptor haben ein gewisses Risiko. Ja, sie sind sehr stark. Ich kann auf jeden Fall die Mutas bezwingen. Aber was machen die Corruptor danach? Das ist meistens dann deren Herausforderung. Solange Rainer mehr in die Mutas investiert, lohnt sich das auch mehr für Savile auf die Corruptor zu gehen. Da gibt es den ersten Schaden. Die ersten Drones werden rausgenommen mit den Mutas. Overlords, ein paar sind noch auf der Karte unterwegs. Da könnte man auch angehen, dass auch gerade das Ziel anvisiert. Ein Obi ist dann schon zu. Nein, es kann schon zu verfügbar. Jetzt sind die ersten Corruptor mit dabei und snipen auch schon den angeschlagenen Mutter. Mehr kommt davon mit dazu. 4 Corruptor bisher auf dem Feld. Der Overlord jetzt hier von Rainer kriegt auch Schwierigkeiten. Die Mutter sie jagen kurz. Die Corruptor kriegen davon auch einen. Das wird gerade ein bisschen abgetauscht. 75 zu 72 Worker. 2 Mutas down, ein Corruptor down. Und da wird ein weiterer Obi gefunden. Auf der linken Seite ist noch eine Mining-Vorteil. Ist wieder bei Rainer. Aber er kann natürlich Savile hier nicht so gut einsparen. Man kennt es ja manchmal mit dem Muta-Games, dass man den Gegner etwas überrumpelt und dann komplett alles auf der Karte wegnimmt, dass der nicht mehr aus der Basis rauskommt. Und da Savile jetzt halt schon Corruptor hat und auch eine steigende Anzahl an Corruptern baut, der kann das contesten. Also das ist jetzt nicht so, dass Raider die nächsten 5 bis 10 Minuten komplette Freiheit auf der Karte hat. Der muss deutlich vorsichtiger sein, weil der Muta-Fight kann auch komplett schief gehen für ihn, wenn er mal dumm in die Corruptor fliegt. Währenddessen hier drüben, wie man sieht, die Dinge noch solo los. Also die versuchen eventuell jetzt einen zweiten Angriff auf die dritte. Corruptor sagen wir wieder hallo. Die Mutas wollen den Fight tatsächlich. Die sind hier sehr, sehr mutig. 20 Mutas gegen 12 Corruptor, weil die Queens mit der Rage und Zeus kommen dazu. Die Dinge bewegen sich währenddessen noch nicht. Und das hat den Mutas, glaube ich, einfach mehr gekostet. Ja, 6 Mutas zu 2 Corruptor. Und der eine Set ist aber deutlich mehr tanky. Jetzt sind wir bei 18 zu 12. Corruptor weiterhin im Ziel. Da ging es mal kurz noch rein mit den Roaches. Und da geht es jetzt rein mit den Dingen. Also jetzt ist die Combo-Aktion 8 Drones insgesamt zerstört. Aber die Dinge werden alle verteidigt. Linge überlebt kein einziger. Und den Roaches hat es auch ein paar erwischt. Und auch die Mutas ziehen sich hier zurück. Also so toll voran kam Rain jetzt mit der Aktion nicht. Ich bin nicht sicher, ob sich das gelohnt hat. Das bei 700 Resources lost mehr insgesamt. Ne, Savile hat gut genug verteidigt. Hat da deutlich mehr gebracht. Vor allem 10 Mutas rauskommen, was halt 1000 des Pingas auch sind. Vierte Basis, bis jetzt 5. Basis online für Rainer. Hat mehr Drones. Hat weiter noch die bessere Position auf der Karte. Aber man hat es eben gesehen, er muss ein bisschen mehr aufpassen, was es sich hier erlauben kann. Die Mutas versuchen jetzt einfach zu diven, Ravager rauszunehmen und dann abhauen, bevor die Corruptor da sind. Die Mobilität kann man trotzdem ausspielen. Gerade eben einzelne Corruptor rausnehmen. Aber ja, der direkte Kampf gegen die Masse an Corruptor wird eher schwierig. Und jetzt brennt hier gleich, oder jetzt geht hier gleich das Chaos los. Die Mutas gehen jetzt nochmal in den Fight, wenn das unten rennen Dinge rein in Richtung Natural. Und hier auf offenem Feld, die Roaches laufen einfach dran vorbei. Die Mutas bekämpfen die Corruptor direkt mit 21 zu 17. Ich bin mir nicht sicher, ob die Mutas das schaffen werden, aber die Dinge, die sind jetzt in Natural und in der Mainbase. Queen ist bereits gefressen und die Drones kriegen jetzt Schwierigkeiten. Die Roaches werden währenddessen abgefangen. Wie sieht's mit den Mutas aus? 10 zu 17. Die Mutas schaffen es gerade, sie ein bisschen noch durchzusetzen. Die haben aber auch mehr und mehr Anzahl. Die Linge ist wirklich gerade der Haupttreiber, der den meisten Schaden macht. 5 Drones gesniped. Spockfaller bleibt da am Leben. Die Roaches wurden hier unten abgefangen. Serena jetzt doch auch mit hohen Verlusten. 9400 zu 8600 Resources. Lasst sie traden. Ziemlich, ziemlich ähnlich. Aber Savile hat ein paar Drones dabei verloren. 81 zu 68. Mining-Vorteil liegt also bei Rainer. Der hat jetzt nicht so viel mehr verloren. Problem ist, da ist jetzt noch ein sehr großer Ball an Roaches übrig, weil Savile den einsetzen kann. Den sieht man auch gerade. Grabt es noch ein paar da, versuchen die auch nochmal zu kämpfen. Kiten sie jetzt nochmal durch die Mutas durch. Da sieht man, die Roach-Masse rennt jetzt einfach durch. Und die Mutas muss sich quasi mit beschäftigen. Ja, dessen sind die Linge wieder abgehauen. Also die Linge werden bei der Verteidigung keine Hilfe sein. Die vierte Basis kriegt das Problem, ist beim Kolossen mit dabei. Wer macht jetzt wieder mehr Schaden? Die Linge fressen sie mir gerade an dem Roadrun ein bisschen zurecht. In der Mainbase waren sie geklärt, wieder ein paar Drones gestorben. Bzw. hier starben jetzt die Drones auch gleich.
Drones im Blaustaben ebenfalls 8-2 momentan. Die Roaches kommen jetzt hier zurück, verteidigen. Die Linge haben ein bisschen weiteren Schaden gemacht. Wenn das die Basis wird, soweit auch defended. Beide verlieren mehr und mehr Zeug. Aber Resources Lost bleibt immer noch recht ähnlich. Mit 12.700-13.600. Savil hat es ein bisschen mehr verloren. Kriegt eben jetzt auch ein paar mehr Schwierigkeiten durch die verlorenen Drones. Also das ist sein Hauptproblem. Er tradet eigentlich nicht schlecht, aber er hat einfach den schlechteren Worker-Count insgesamt, weil doch mehr und mehr Drones verloren hat mit 7-28. Und jetzt sind es 22 Mutas. Also Mutas werden immer noch fleißig nachgelegt. 5 weitere auch im Bau. Die neue Basis bringt halt wirklich hauptsächlich mehr Spingas rein, um noch mehr Mutas bauen zu können. Und jetzt ist die Frage, sind es genügend Mutas, um die Corruptor zu bewältigen? Wir sind bei Carapace 1-1 Attack. Also den Corruptor kommt das sehr zugute, aber sie waren jetzt mehr und mehr zurückgedrängt. Die Mutas setzen sich doch Meter um Meter durch. Der Weg ist wieder offen, die Netspell. Das sieht besser aus hier für Rainer. Ist inzwischen auch 40 Supply vorne, ist der Gegner zudem auch Roaches, also Supply ist eh nicht ganz so elegant. Da starben wieder einige Drones aus dem Mainbase. Mainbase sieht generell gerade schon sehr gefährdet aus. Die Corruptors sind wieder am Fighten, aber schaffen das nicht. Und damit ist es das GG und Rainer gleicht hier aus. Einfach mit dem Mutas dran geblieben und er hat auf seine Fights aufgepasst. Er hat sich keine komplett miserablen Fights geleistet. Das hätte auch ganz anders laufen können für ihn. Und eben hat die Savile Economy mehrfach gestört. Also sieht man, wo die Drones nicht arbeiten konnten. Und generell sind mehr und mehr Drones gefallen. Also Work-Unterschied wurde größer. 72-48 am Ende konnte Savile dann nicht mehr retten. Und damit sind wir jetzt effektiv bei einem Best of 3. Und auch auf Glittering Ashes hatten wir Hedge Gas Pool mal 2. Und da sind wir auch Hedge Nummer 3. Hedge Nummer 3. Also es bleibt gespiegelt. Bleibt beim selben Opener bis auf den Ausreise eben den 12er Pool, den Savile da in der zweiten Karte gespielt hat. Training lässt mit dazu. Damit ist die Vorbereitung soweit abgeschlossen und ab hier kommen dann die Entscheidungen mit dem Spiel. Wie viele Linge möchte man bauen? Möchte man die Drittel des Gegners angreifen? Hier erstmal Linkverlust für Savile. Vielleicht geht auch er das einfach ein bisschen anders an, weil er hat echt gut gestartet. Jetzt ist es wieder ein Ausgleich und wie gesagt effektives BO3. Man braucht noch 2 Siege, dann hat man gewonnen. Man kann sich noch eine Niederlage erlauben. Das ist der momentane Zustand, diesen Best of 7. Und wir haben ein paar einzelne Dinge. Also nichts krasses, dass der Link-Knopf mega durchgedrückt wird. Was wir hier schon mal haben, ist Evolution Chamber auf der Seite von Rainer. Ganz ein Stück schneller als die von Savile. Kann also früh mit dem Upgrade beginnen. Das Upgrade erzählt immer auch einiges, was quasi die Strategie ist. Ob man da Carapace, Missile Attacks oder Melee Attacks bekommt. Tatsächlich am seltensten sieht man Melee Attacks. Gefolgt von Carapace und dann das häufigste ist Missile Attacks, was wir hier auch ein weiteres Mal kriegen. Die Frage ist, zieht Savile mit oder hat er andere Pläne? Spingas hat auf jeden Fall genug für egal was, aber bei ihm gibt es auch Missile Attacks. Also die Frage hat sich gerade erübrigt. Leertech wird gestartet und auf Rainers Seite ist auch gleich soweit, dass er den Leertech starten kann. Genau, mal Spingas für einen Baning ausgegeben. Beide haben Overlords in einer guten Posi. An der dritten Basis eben scouten, gucken trotzdem, dass der überlebt, dass er nicht zu nah dran ist. Wobei der lebt so langsam gefährlich. Das ist noch okay, aber sobald eben die Creep-Verbindung hier da ist, können plötzlich 2 Queens anstürmen und versuchen, den Overlord zu snipen. Da wird das Risiko mit allen 10 Sekunden quasi höher. Roachhorn kommt auf beiden Seiten, Leertech kommt auf beiden Seiten. Also wir sind weiterhin gespiegelt, aber nicht 1-1 gleich. Wir machen sehr ähnliches Zeug, aber die BOs sind ein bisschen verschoben in Sachen Timings. 3 weitere Vespingas auf der Seite von Rainer, 3 weitere Extra-Korn. Das heißt, er ist bei den vollen 4. Das könnte wieder ein Spire werden. Kombination mit dem Leertech. Wird auf jeden Fall genügend Geld dafür haben. Und auch bei Savile ist es dieselbe Geschichte. Er rüstet auch nochmal Vespingas nach, ist dann auch auf seinen 4. Und hat dann gleich die 200, wenn der Leertech fertig wird. Das heißt, Spire ist möglich. Und Spire wird gebaut. Also, Mutas werden angesteuert. Dieses Mal aber schnelleres Timing bei Savile. Und da kam sogar der Switch. Und das ist dann auf jeden Fall eine Muta-Strategie. Link-Banding-Muta. Beziehungsweise Link-Muta. Kann auch sein, man spart sich die Banding, um einfach ein paar mehr Mutas rausquetschen zu können. So, Spire gehe ich stark davon aus, dass der jetzt hier dann gleich gebaut wird. Hat bereits 400 Vespingas angesammelt, Rainer. Ist jetzt schon ziemlich Haufen, aber Spire wird noch nicht gebaut. Erstmal noch, okay, eine weitere Evolution Chamber. Oh. Okay, das ist was ganz anderes. Das ist ja spannend. Das ist mutig. Das ist wirklich mutig von Rainer. Auf Melee-Attacks sich zu verlassen und dann eben versuchen hochzutecken mit dem Infestation-Pit. Braucht natürlich einen Hive-Tag, aber das braucht alles sehr viel Zeit. In der Zeit werden Mutas ein Thema sein. Damit baut auch noch ein paar Roaches. Er geht auch auf, wie man sieht, Roach-Speed und Missile-Attacks weiterhin. Also eher so Map-Control-Roaches, was er da vorhat. Die nächste Zeit. Rainers Plan hingegen ist deutlich interessanter. Er kann damit sich theoretisch auf Ulis durcharbeiten. Verhältnismäßig schnell.
Mit dann auch soliden Upgrades. Und dann wartet er noch. Der Overseer nervt natürlich, der muss weg. Overseer ist gesniped. Währenddessen ist ein Link drin, der nicht spielt, wird aber auch gesniped. Und erstmal gibt es jetzt mehr Linge. Klar, für Linge kommen massenhaft Upgrades. Und da geht's los in den Hive-Tech. Darauf habe ich gewartet. Aber dazu musste quasi der Scout erst weg. Dass Savile das nicht mitbekommt, war so quasi der Gedanke. Weil er hat den Infestation-Pit nicht gesehen. Habe natürlich gemerkt, dass die Queens überraschend fleißig sind in der Defense. Und das macht das schon ein bisschen verdächtig. Was hat er denn vor, bitteschön? Dinge rennt hier weiter durch die Gegend. Wie sieht's aus mit dem Spire von Savile? Er hat keine Mutas gebaut, Spire ist aber fertig. Also er baut direkt Corruptor. Das Game nimmt ganz eigene Züge an. Die vierte kriegt Besuch, wird aber gehalten. Die vierte kriegt auch Besuch und wird auch gehalten. Und hat 824 Supply momentan. Da kommt jetzt noch ein Hydra denn und eben der Hive-Tech. Das sind die Corruptor. Oh, das ist... ich glaube, Savile hat mit Mutas gerechnet. Nachdem, was er gesehen hat, hat er recht viel Vespingas gesehen. Nämlich an der Natural und an der Main jeweils die beiden. Das hat er mitbekommen mit seinem Ling und mit seinem Overseer. Und dann eben gleich die Corruptor, um zu kontern. Problem ist halt, es kommen keine Mutas. Und dann ist wieder... Das hatte ich in der vorigen Karte gerade die Frage. Oh Gott, die hat Schwurz sogar noch gesniped. Es war knapp, aber die Linge schaffen das. Trotz von Zeus pressen sich da durch. Ja, die goldene Frage ist dann eben für Savile, was machen deine Corruptor? Das ist schön, dass du die hast, aber wenn keine Mutas da sind, wenn die Corruptor nicht bekämpfen können, was ist deren Ziel? Können trotzdem noch ein paar Overlords jagen. Das ist ein Alternativjob. Können Caustic Sprays auf Gebäude anfangen. Problem an Caustic Spray ist halt, es dauert ein bisschen und es sind auf der Zerg-Seite meistens Queens da. Die versuchen sich den Corruptor in den Weg zu stellen. Doppel Lurk-Attack bei Rainer. Er will beide Upgrades parallel, also er will da das Timing beschleunigen. Klar, er hat selber keinen Zugriff auf Roaches momentan. Das heißt, wenn jetzt Savile mit dem Roach-Angriff rüberkommt, wird das für Rainer etwas unangenehm. Er mag doch gerade, dass da was rüberkommt, denn die Queens marschieren los. Die Corruptor, wenn dessen bringt sie selber in Position. Also jetzt ist es für Rainer ein Durchhalten. Durchhalten, bis die Lurker da sind, bis seine Verteidigung so stark ist, dass er das alles aufhalten kann. Versucht mit den Lingen aber was zu tun, aber Roaches wurden zu Hause abgestellt für die Verteidigung. Die vierte ist nicht zu retten. Die wird auch gar nicht erst groß verteidigt, wie man sieht. Endlich die Clones müssen jetzt noch weg. Kommen auch erstmal weg. Die Corruptor, wenn dessen. Ja, da geht Kose eben mit Caustic Spray. Wenn da Rainer recht schnell reagiert, wobei er kriegt es gleich von der anderen Seite Ärger mit den Roaches. Caustic Spray könnte ja sogar funktionieren. Weil jetzt kommen die Queens rüber, zum Zuse sind möglich. Corruptor 1 fällt, Corruptor 2 kriegt Ärger, aber hier gehen jetzt eben währenddessen die Roaches rein. Das ist das Risiko, wenn man auf zwei Flanken verteidigt muss. Die dritte ist gefallen. Also noch eine Basis weniger für Rainer. Eine Strategie ist nett, aber sie braucht einfach ein bisschen zu viel Zeit. Savile greift ein bisschen zu früh an. Sonst Zuse hier nochmal weiter. Hat die Corruptor auch immer noch. Und inzwischen ist es ein 2-Basen-Zerg gegen einen 4-Basen-Zerg. Die vierte von Rainer muss auch von Savile muss auch erst noch nachgebaut werden. Dafür kommen dann die Lurker gleich mal dazu. Mit denen kann das Rainer wieder versuchen zu drehen. Man sieht, der zerstört hier auch schon einiges an Queens. Einiges an Roaches. Die Corruptor warten oben noch. Die könnten die Lurker Dents theoretisch ankotzen. Einfach von dem Highground hinten. Wenn sie Denten fliegen. Das ist eigentlich recht wenig ein Problem. Schaffen die das? Er splittet das. Aber er hätte das schaffen können, einzusnipen, bevor das abgeht. Er schafft das trotzdem. Halleluja, die DPS. Die machen eine langsame DPS am Anfang und dann eine höhere DPS, wenn das ein bisschen läuft. Ach, die Upgrades werden doch kommen, aber es ist knapp. Und beide Lurker dann sterben dann dafür. Oh Gott. Er hat wirklich nicht gefehlt, das beides auszuschalten. Er hat auch ein paar Sekunden noch gewartet. Wenn das früher gestartet wäre, es wahrscheinlich komplett. Hätte das komplett funktioniert, bevor die Upgrades. Und jetzt sind die Lurker mit beiden Upgrades unterwegs und jetzt sind seine Roach-Vernichtungsmaschine. Und so wendet sich das Spiel nochmal, nämlich jetzt zugunsten von Vayner, der auch gerade für Chaos sorgt mit Lingen in Main, in Natchbad, fast in Infestation mitgefressen. Und Savile schreibt einfach das GG. Ah, was für eine Wende. Was für eine Wende hier. Vayner hält das doch. Er ist ja wirklich in keiner guten Posi. Er hat 68 Drones, aber halt auf 2 Basen. Das heißt, Mining Tennis passiert bei ihm jetzt nicht so viel. Dadurch, dass er jetzt gerade die Linge rübergebracht hat, hat er auch bei Savile gerade die ganze Eco gestört. Und eben das Ding hier. Drum kommt von Savile das GG, weil er hat jetzt effektiv nichts gegen diese Lurker. Man hat es gerade gesehen schon in dem Kampf, wie die Roaches einfach vernichtet werden durch die Masse an Lurker. Und genau das ist das Problem. Die Roaches sind einfach nicht gut genug und Savile ist weit weg von irgendeiner Tech-Lösung, die ihm da Entspannung bringt. Ja, ein bisschen bitter dann noch gelaufen hier mit dem Timing, aber selbst dann die Lurker waren schon da. Aber ohne die Upgrades wären die deutlich schwächer gewesen. Also wieder mal, es sind kleinere Dinge, die bei den beiden die Spiele entscheiden. Und hier... Es war wirklich auch für Savile möglich, aber am Ende ist es Rainer, der jetzt tatsächlich 3 Karten in Folge gewinnt. Also er hat einen schlechten Start, aber jetzt Matchball ab hier. Hat mir jetzt am Ende 7 Drones, jetzt sind nicht viele Drones gestorben, es hat sich in Snipen von Hatcheries. 7 zu 2 ist halt verhältnismäßig wenig, die beiden Lurker-Dance.
Aber sie haben die Upgrades durchgebracht. Und der Transuse hat auch geholfen. Da kann uns Transuse auf den einen Lurker dann. Und das hat ihn lang genug am Leben gehalten, um das Upgrade fertigzustellen. Und mal sehen, was jetzt Savils nächste Antwort ist. Aber es gibt keine Panikreaktion. Wir sind auf 2000 Atmospheres wieder mit Hedge Gas, Pool, Speed Upgrade und dann auch wahrscheinlich mit einer dritten Hedge unterwegs. Aber ich meine, die beiden sind tunitendisch so abgeklärt. Ich glaube, die reißen nicht mehr viel vom Hocker. Die haben schon zu viel Erfahrung gesammelt. Die Frage, auf was möchte sich Savile verlassen, um das Ding nochmal auszugleichen? Das ist natürlich jetzt erstmal sein Ziel. Hat er eigentlich einen guten, starken Start hingelegt. Aber Rainer hat da seine Probleme in den Griff bekommen. Und jetzt liegt es eben an Savile. Wie will er sich aus der Position wieder rauslösen? Wir haben auf beiden Seiten die dritte Basis und das Binding Nest. Ist eben wieder die Frage, wird in Link investiert? Geht's auf Tech? Das wird in den nächsten Augenblicken passieren. Die Linge hier werden einfach ein bisschen verfolgt. Aber Cruise da durch die Gegend. Speed Upgrade Timing ist ziemlich ähnlich. Also auch da sollte sich nicht viel dran ändern. Kurz reingescoutet. Okay, Binding Nest Timing geguckt. Ja, generell, ob das Binding Nest da ist. Und wie man sieht, sind ein paar Sekunden, aber verhältnismäßig wenig. Und am Ende wird daraus gerade nichts resultieren. Es werden mehr Linge nachgelegt. Und zeitgleich gerade die Evolution Chamber angefangen. Da kommt wieder die Entscheidung für das nächste Upgrade und dann natürlich auch die Entscheidung für, da haben wir schon eine Entscheidung, nämlich Leertech angedrückt bei Rainer. Der ist bereits unterwegs, das heißt, die Evolution Chamber wird einen Ticken länger warten müssen auf das Vespingas, um das Upgrade zu starten. Es ist nämlich momentan nur ein Vespingas vorhanden, also verhältnismäßig wenig auf Rainers Seite. Bei Savile jetzt ebenfalls Leertech ein bisschen später. Aber trotzdem eben so getimt, dass beide dann auch zeitgleich das Upgrade hier starten können. Fast zeitgleich. Es ist erstmal plus 1 Missile Attacks bei Savile und Roachhorn mit dazu. Roachhorn bei Rainer. Upgrade. Nein. Er ist mit dem Positionierung des Roachhorns war er noch nicht zufrieden. Beim zweimal. Er hat den zweimal versetzt. Das kostet natürlich auch beides mal Ressourcen. Somit hat er schon 100 verloren. Aber nur ein Link, der quasi drauf ging. Einfach durch den Doppelcancel. Beide gehen auf Missile Attacks. Wir haben drei Vespingas bei Rainer. Bei Savile sind es aktuell 2. Das heißt, Rainer könnte auf Ravage gehen. Savile dann einfach auf Link Roach mit einem Speed Upgrade Timing. Einfach einen massiven Angriff darauf bündeln, wie das Rainer in der ersten Karte gemacht hat. Das ist eine seiner Optionen, die er da hat. Solange er kein weiteres Vespingas nachlegt. Aber mit 2 kommt einfach nicht so viel rein, dass man sich alles Mögliche leisten kann. Und es werden auch sofort Roaches gebaut. Ich warte stark das Upgrade, das hier dann noch dazu kommt. Und da ist es auch. Und wenn. Oh, das könnte Savile richtig gut in die Hände spielen. Da kommt der Spire von Rainer und er legt Vespingas nach. Also Rainer steuert die Mutas an und das Timing von Savile kann noch gerade so einschlagen, bevor die Mutas wirklich da sind für die Verteidigung. Wir haben jetzt noch 60 Sekunden, also eine Minute. Währenddessen der Spire. Der baut jetzt halt auch noch 50 Sekunden. Dann kommen noch 20 Sekunden Muta bauen mit dazu. Also da ist dann so ein Zeitfenster von 10, 15 Sekunden, wo die Roaches drüben einschlagen können bei Rainer, wo er eventuell noch nicht ganz bereit dafür ist. Gucken wir uns erstmal noch die Scouting-Infos an. Er hat dann Overseer im Morph. Der wird das finden, der wird das sehen. Er sieht vor allem, er sieht jetzt schon die Linge, die rauskommen, die Roaches, die anfangen zu laufen, die zu suchen, den Kollegen loszuwerden. Es gibt sogar noch eine vierte Basis mit dazu für Rainer und er baut auch selber Roaches. Also er kümmert sich jetzt schon um seine Verteidigung ein bisschen, weil er es natürlich auch muss. Er weiß, dass die Linge unterwegs sind und kriegt jetzt schon mal ein bisschen Ärger. 67 zu 52 Worker Savile baut auch noch ein Nydus-Netzwerk mit dazu. Also Savile, er legt es hier drauf an. Ihm ist das egal, ob er da hinten ist in der Serie. Es wird ein Nydus gespielt und es werden die Roaches nach vorne gebracht und das wird hier eventuell die Entscheidung bringen. Savile kennt da keine Gnade. Das wird jetzt eisern durchgezogen. Man sieht, die Mutas sind im Bau. Natürlich durch den Lydus verliert Savile auch noch ein bisschen Zeit. Die Roaches sind jetzt unterwegs. Aber er kann natürlich schnell das Reinforcement ranbringen. Overlords hat er in Position. Mutas sind halbfertig zu diesem Zeitpunkt. Und es sind 5 Stück. 5 Stück Mutas sind jetzt nicht so viel. Da kommt der Lydus und da kommt dann die Roaches-Korte, um diesen Lydus zu schützen. Damit man hier sofortiges Reinforcement hat. Und Roaches waren bereits jetzt hier auf die Drones geschickt, weil die Drones mussten die dritte evakuieren, bis sie wollten die dritte evakuieren, aber damit sterben 4 Drones und natürlich das Mining von der Basis wird auch ausgebremst. Jetzt ist es economy-technisch ein bisschen besser für Rainer, für Savile. Rainer wenn das dann jetzt die ersten Mutas, aber jetzt kommen die Queens auch durch den Bus mit ran, um gegen die Mutas zu verteidigen. Und es sind halt nur 5 Stück, also die machen jetzt nicht diesen berauschenden Schaden. Momentan sieht das nicht so toll aus für Rainer, weil seine Queens waren jetzt bereits überrannt, seine Roaches waren jetzt bereits überrannt, so quetscht sich da schon die Netzwerke rein.
Versucht sich weiter durchzuarbeiten. Spinecrawl ist zu einem Bau, aber das dauert noch lange. Und das ist nicht genug, was Rainy hat. Zabel, ja, trifft sein Timing mehr oder weniger und gleicht damit aus einfach. Ja, war da strategisch besser aufgestellt als Rainer. Der hätte einfach ein bisschen mehr Luft gebraucht. Eben auch mit der vierten Basis noch mit dazu. Das hat ihm dann auch noch gefehlt an Einheiten. Das Geld, was er darin investiert hat. Also ja, war Mining Tennis für eine Zeit lang vorne, aber nicht weit genug, dass sich das wirklich im Army Supply niederschlägt. Und somit eine letzte Karte. Eine letzte Karte wird entscheiden, wer das Ding jetzt hier nach Hause holt. Das heißt, es steht und fällt alles mit Curious Minds. Rainer hat es wirklich weit gebracht hier mit seiner Titelverteidigung bis in die letzte Karte. Jetzt fehlt eigentlich nur noch das Ding und dann hat es geschafft mit einem Sieg nacheinander. Wenn das nicht ist, würde ich gerne auch einen weiteren IEM-Titel, einen weiteren World Championship-Titel. Und jetzt ist halt ein Best of One, an dem es drauf ankommt. Wir haben wieder Hedgecast Pool, dritte Hedge Spinning Nest Speed Upgrade. Als Opening technisch ändert sich da nichts. Ich bin gespannt, wie sich die Dynamik verändert, weil jetzt ist halt doch Deciders Map. Alle zweiten Chancen sind vergeben. Ist man da doch nochmal eine Spur vorsichtiger? Auf welche Strategien möchte man setzen? Mal mutig von Savile da auf den Nydus zu spielen. Aber hat funktioniert. Er wusste, worauf er sich einlässt. Jetzt ist eben auch wieder die Frage, geht man Richtung Roaches, geht man Richtung Mutas? Würden wir doch mal Lurker mehr im Einsatz sehen, als das der Randeinsatz, den wir da einmal hatten? Wir haben ja schon eigentlich recht viel gesehen. Für manches hat nicht lang gehalten. Die Games haben dann relativ zügig danach geendet. Momentan erstmal massig Drones weiter im Baum. Also Link-Phase wird so ziemlich geskippt. Link-Baning passiert recht wenig. Es sind ein paar Linge draußen, aber jetzt nichts, was sich rüberbewegt und direkt angreift. Und die ersten paar Baning-Morphs mit dazu. Evolution Chamber und Roach Warren bei Savile und auch weiteres Vespin-Gas, was natürlich jetzt der nächste wichtige Faktor ist. Zwei momentan bei Savile. Bei Rainer währenddessen ist es ein einziges bisher und da kommt sein Roach Warren. Die Basis wird dann bestückt. 41 zu 37 Drones. Worker-technisch kleinerer Vorsprung für Rainer, weil eben Savile ein paar mehr Linge gebaut hat. Das sind jetzt bei 9 zu 13. Man kann aber auch die ganze Zeit scouten. Man kann Queens rausschicken, um Overlords zu snipen. Linge rennen sich da gegenseitig hinterher, werden abgefangen oder auch nicht. Und wir haben Leertech auf beiden Seiten quasi zeitgleich und auch weiteres Vespin-Gas auf beiden Seiten. In dem Fall ist es aber, wie man hier sieht, bei Savile Nummer 3 und 4, bei Rainer Nummer 2 und 3. Das würde Savile eher in Richtung Muta schieben. Ich bringe doch nochmal kurz ein Ding hier rein, kann an der Natural scouten. Weitere Drones werden nachgelegt. Mr. Tex ist auf beiden Seiten noch unterwegs. Mehr Massive Drones werden nachgeworfen. Also Worker Count geht Richtung 60. Leertech halb durch. Und wir haben aber auch jetzt bei Rainer das vierte Vespin-Gas mit dazu. Beide haben zum Beispiel Vespin-Gas schon angesammelt. Also Option Spire steht zur Verfügung. Für beide Spieler. Kriegen wir einen Muta gegen Muta Fight tatsächlich. Wobei bisher, wir hatten ja die Situation ein bisschen mit den Mutas, aber Savile ging direkt auf Corruptor. Also er wollte das gar nicht so wirklich, sondern wollte sich direkt auf die Corruptor verlassen. Also nicht so den Bock auf die Mutas. So, Leertech sind da. Road Speed beginnt auf beiden Seiten. Missile Attack wird weiter durchgezogen. Und nochmal Vespin wird, Gas wird nachgelegt bei Savile direkt. Nummer 5 und 6 auf seiner Seite. Das muss dann fast auch ein Spire geben. Hat aber aktuell noch keiner unterwegs, empfehlen noch Bilden bis eben noch Mineralien dafür. Ansonsten wird das eine sehr, sehr Ravager-lastige Army. Weil er dann sehr viel Vespin-Gas hat. Es kommt eine zweite Evolution Chamber. Ist immer noch verhältnismäßig viel Geld vorhanden, wie man sieht. 500, 400. Jede Basis kann auch bald mit dazukommen. Da gab es mal kurz ein Baning, der da reinkam, aber Schaden hält sich in Grenzen. Aber nein, wir kriegen keinen Spire. Trotz des ganzen Vespin-Gases, die beiden wollen nicht. Denn auch hier weiteres Vespin-Gas nachgelegt für Rainer. Da ist die vierte Basis bei ihm. Savile momentan noch ohne vierte. Beide pumpen mehr Roaches, da kommt das. Ne, Carapace wurde gerade gecancelt. Okay, jetzt gibt es zwei Einzelfahrer parallel. Ich bin nicht sicher. Vielleicht verklickt irgendwie Carapace und dann Missile Attacks angedrückt, dann hat er einfach beides rausgelöscht und nochmal neu angefangen, dass das passt. Also wird dann ein Upgrade mehr haben. Spinecrawler auf der Seite von Rainer an der dritten. Man merkt schon wieder, aber das ist halt das Game. Bisher hat sich noch keiner wirklich getraut, einen gebündelten Angriff zu starten. Ja, man hat Linge hin und her geschickt, aber da kam jetzt noch nichts Krasses mit dazu. Und beide pumpen jetzt einfach mehr Roaches. Man sieht die ersten Ravagers auch mit dabei. Wie gesagt, Vespin-Gas dafür ist da. Also daran wird es den beiden nicht mangeln. Am Vespin-Gas. Rain hat da 400 gerade. Savile hat 250.
Und da gibt es nochmal den ersten gebündelten Push. Road Supply in Bewegung. Army Supply, Worker Supply, alles sehr nah beieinander. Overlord Speed kommt noch bei Savile. Situation ist da etwas angespannt. Rainer hat die schnellere vierte Basis nämlich gleich schon fertig. Die von Savile ist noch nicht mal halb durch. Der schnappt sich dafür Burrow und Tunneling Claws. Also gibt St. Roaches noch mehr Werkzeuge, dann könnte es aktiver werden, wenn er damit Tunneling Claws versucht, Roaches in die gegnerische Basis reinzubringen. Und währenddessen verscheucht ein paar Ovis. Und mit Growth Supplies kann man ebenfalls ein paar Overlords loswerden. Da werden eventuell ein paar auf Patrouille gehen. Bei Savile sieht man das schon. Overlord auf Patrouille, das eben nicht so gefährdet ist durch Growth Supplies. Ist keine Garantie. Mit Overlord Speed ist es noch ein bisschen angenehmer. Man sieht das hier. Dann düst er deutlich gefährlicher durch die Gegner. Kann man eher dodgen. Und Rainer hat das dann auch gleich. Also dann werden wir das auch von ihm eventuell sehen. Der fängt auch schon an zu patrouillieren. Also das kommt jetzt mehr und mehr mit dazu. Und da kriegen wir auch Drop Overlords bei Savile. Währenddessen schnappt sich Rainer doch sein Spire. Wird aber gescoutet. Overseer ist direkt dran. Spannung steigt da immer noch. Es ist so ein... Wann fliegen die ersten Fetzen? Wann geht das Feuerwerk los mit den beiden? Hydra denn bei Savile unterwegs und eben eingeladen jetzt in die Overlords. Roaches, also einfach nur Roach Drops. Und parallel kann er sich natürlich mit seiner Army vor der gegnerischen Basis postieren. Man sieht, dass die Overlords hängen hier alle gerade ab. Sind da mal gerade frech. Und Rain hat auch gleich eine Antwort auf diese Overlords, nämlich 11 Mutas sind unterwegs. Zudem auch noch 3 Overseer und da kommt eben dieser erste Vorstoß jetzt hier von Savile. Und Savile geht doch mal in den Kampf. Wer will es jetzt doch wissen, drückt sich an diese Roaches und sind Overlords sind irgendwo unterwegs. Sehr schwierig, die von den ganzen Punkten zu entdecken. Aber Hauptkampf läuft immer noch hier. Da ist noch kein Drop aktiv und legst den Mutas spawnen jetzt gerade, um die Roaches rauszunehmen. Mehr Roach Reinforcement auch bei Rainer, um die feindlichen Roaches zu blocken. Supply immer noch sehr, sehr ähnlich. Aber es wird fleißig getradet. So, die Drops, einer hier Anflug, einer oben in der Mainbase im Anflug. Sobald die Mutas das halt mitkriegen, die hauen sofort drauf und räumen das auf. Aber die sind gerade weiter draußen unterwegs, um hier die ganzen Roaches wegzuscheuchen. Hier waren da ein paar Overlords weggesniped. Die Roaches wurden komplett nach Hause gepusht. Da sind auch die ersten Hydras mit dabei. Da geht es los. Roach Drop auf die Main. Roach Drop auf die vierte. Da wird sofort wieder eingeladen. In der Mainbase gibt es ein bisschen mehr Ärger. Da wird eine Queen gesniped. Nein, die Drones. Oh, Orchard's Hughes kommt damit durch. Aber die Queen wird trotzdem gesniped. Die ersten 5 Drones fallen. Overlord kann natürlich dann nochmal irgendwie versuchen, die Roaches zu retten. Aber mit dem ankommenden Mutas wird das eher schwierig werden. Währenddessen kann jetzt auch gleich Savile Overlords rausnehmen, weil er die ganzen Hydras mit dabei hat. Ruf 2-1 kommt da gleich noch mit dazu. Für ein bisschen mehr Angriffsreichweite. Und ja, die Mutas fangen dann aufzuräumen. Muss man alles erst noch irgendwie wegkriegen dafür. Aber die Hauptarmee pusht schon wieder. Also Savile macht mehr Druck. Beide sind Max. Beide haben eine ähnlich große Bank. Upgrades sind ein bisschen unterschiedlich. Savile hat ein Carapace Upgrade mit oben drauf. Und natürlich Hydras jetzt mit dabei. Das heißt, er hat mehr DPS im Prinzip in diesem Kampf. In der Zeit auch immer noch die Roaches hier drin mit dem Angriff hier. Savile macht also weiter Druck. Rainer wird das jetzt doch ein bisschen gefährlich. Kann er genügend Verteidigung mobilisieren? Zieht sich erst mit seinem Spinecoil zurück und gibt die dritte Basis tatsächlich auf. Hat auch in der Mainbase nicht so viel Meinung, weil das eben diesen ganzen Roach-Chaos, das es hier gab. 63 Worker. Aber Savile mit dem ersten wichtigen Kampfsieg hier. 8200 zu 5200 Resources lost. Die Mutas versuchen hier weiter aufzuräumen, sofern es möglich ist. Meine startet mal einen eigenen kleinen Angriff nach vorne. Aber er trifft halt auf mehr und mehr Hydras. Jetzt auch Infestation Pit unterwegs für Savile. Also sein nächster Plan ist dann klar, Richtung Lurker soll es gehen. Rainer konnte sich keine Map Control mit den Mutas besitzen. Er muss die ganze Zeit gerade hinterher putzen, dass er das in den Griff bekommt, was eben Savile alles noch auf der Karte hat. Das ist nämlich auch immer noch wieder was, was da unterwegs rumschwirrt. Da nochmal ein Overseer. Kann die Queen den abfangen? Sollte den abfangen. Dafür geht es jetzt hier rein. Auf die Roaches. Road Frontline ist nicht so viel. Die Hydras müssen aufpassen, wenn die Roaches vorne wegsterben. Sterben die Hydras als nächstes auch direkt. Aber oh, Savile läuft ein bisschen, glaube ich, auf eigene Crow Supplies. Nochmal mit Crow Supplies werden geworfen. Rainer macht das Beste gerade aus diesem Kampf. Hat jetzt zumindest mal seine Kartenhälfte so ziemlich geklärt. Da ist nichts mehr unterwegs. Da kommen aber schon die nächsten Roaches gleich an. Also es geht einfach weiter. Bleib, wie man sieht, Savile ist ein bisschen vorne. 60 zu 59 Worker K, die dritte Basis fällt jetzt mal. Angriff mit dem Mutas hier an der neuen Basis. Und da ein bisschen was an Drones raus, aber auch nicht so spektakulär bisher. Und Hivetech Lurker, denn ist unterwegs für Savile. Also sein Tech geht weiter. Rainer muss eben gucken, was ist sein nächster Gedanke. Crow Spice, wenn die weiter so einschlagen, könnte das vielleicht noch was werden. Mutas werden währenddessen von den Sporknollen schon zerrissen. Das sind einfach auch nicht mehr viele. Die 6 Stück machen nicht so viel. Weitere Roaches unterwegs mit dem Tunneling Claws Upgrade. Wurden aber gerade noch am Rande entdeckt. Frage ist, was kann der drüber anrichten, weil hier in der vierten Basis die nächste Queen hier im Fokus und die Queen fällt. Roaches sind da nicht schnell genug.
Und auch in der Natural geht es soweit, denn weitere Roaches sind damit drin. Also Savile zeugt hier Chaos. Wenn das ein pusht, auch wieder ein bisschen näher ran. Acht Drones rausgenommen. Das ist mehr als erwartet. Aber verliert dafür alle Roaches, die hier drauf. Ne, verliert die letzte auch nicht. Das ist. Tiny Claws Roaches sind so nervig, damit umzugehen. Derzeit gibt es nochmal den Counterattack hier mit den Mutas. 58 zu 55 Drones jetzt also. Rainer kurz Supply Block. Die Mutas versuchen immer noch ihr Bestes, selber Schaden zu machen. Ich meine, sie machen auch noch ein bisschen was. Wir sind insgesamt bei 12.300 zu 9.800 Resources lost. Und hier geht es wieder voran mit den Roach Ravagern. Rein mit den Crows of Files. Savile frisst da wieder ein paar davon, aber pusht einfach weiter durch. Pusht den Gegner weiter zurück. Rainer hält stur gegen, aber 8 Lurker jetzt im Morph und das. Oh, schön gedodged. Und das Upgrade kommt auch mit dazu. Die Seismic Spines sind unterwegs, die Mutas nur noch zu zweit, also die werden nicht mehr viel anrichten. Momentan aber auch keine Roaches irgendwie unterwegs. Savile ist halt techmäßig deutlich weiter. Also Rainer ist techmäßig gerade ein bisschen festgefahren. Er versucht das zu lösen. Fängt hier zumindest mal einen der Lurker ab. Das ist ein Infestation Pit gerade unterwegs und jetzt auch fertig geworden. Hivetech startet. Er braucht halt dringend Vipern. Er muss diese Lurker aus dem Boden rauskriegen, ansonsten kann er da nicht kämpfen. Allein schon der Roach-Hydra-Kampf ist nicht so einfach, aber da ein guter Move von Rainer, nimmt hier 7 Drones raus und versucht auch die Lurker nochmal kurz anzugehen, schafft es aber nicht ganz. Jetzt muss er zurück, verliert ein paar Roaches dabei, aber Savile verliert jetzt selber mal einen ganzen Schwung an die Economy. Tatsächlich hat einiges verloren, 47 zu 63 momentan die Eco und hier der Trupp wird aber angerannt einfach von Savile. Den blockiert er direkt mit genügend Masse, mit genügend Roaches, stoppt er den Vorstoß von Rainer und hat nochmal einen Gegenangriff am Laufen, nämlich mit diesem Lurker hat sich hier eingebuddelt. So, da sterben wieder ein paar Drones. Rainer mit dem Rückzug, Savile jetzt mit dem Vorstoß, mit seinen Lurkern. Adaptive Talents kommt noch, Zellfeld Rüder, seine geworden, Lukas, keine Chance, zu zweit war da nicht mehr viel zu retten. Und Rainer weiterhin rückwärts gegangen, kann er den Lurker hier klären? Er hat den Lurker geklärt, muss jetzt halt seinen Army Supply versammeln und jetzt wird ich hier an der dritten weiteres Mal angegriffen. Upgrades sind 2-2 zu 2-1, aber halt Lurker mit am Start. Hivetech ist noch nicht fertig bei Rainer. Er kann mit Gross Advice noch ein bisschen arbeiten, um damit die Lurker rauszusnipen, das ist auch eine Möglichkeit. Ist immer ein bisschen Risiko mit dabei, weil man halt nah ran muss an die Lurker. Das heißt, man kriegt immer wieder Stacheln ab. Die dritte Basis, also kriegt ein weiteres Mal Probleme mit Crossbiles. So fehlt hier diesen einen Lurker. Die dritte Basis wird ein weiteres Mal aufgegeben. Das heißt, wir haben 3 gegen 4 Basen. Hier geht es jetzt drauf auf die Flanke. 2 Lurker. Erstes weg, zweiter wird auch gesniped. Roaches leiden dafür. Basis oben wurde aufgeräumt. 4 Drones fallen. 55 zu 47 insgesamt. Hat Rainer noch mehr Drones tatsächlich? Denn Economy ist noch ein bisschen stärker. Hat auch schon deutlich mehr Ressourcen verheizt. Mit 19.000 zu 15.000. Jagt jetzt nochmal hier die Lurker. Und die Lurker werden ein bisschen eingegraben. Haben eben noch keine Adaptive Talents. Das heißt, die kassieren da nochmal. Jetzt kann man deutlich einfacher den Corrosive Bites ausweichen. Wieder gibt es den Gegenangriff mit den Roaches. Die Drones waren eingegraben. Burrow wird genutzt, um die zu retten. 3 Drones wurden gesniped. Hier geht es auch weiter hinterher. Weitere Lurker ist da gestorben. Und jetzt werden die Vipern gebaut. Aber es gibt 10 weitere Lurker bei Savile. Rüstet nochmal massiv nach. Supply ist überraschend ausgeglichen. Aber die eine Seite hat halt Roaches und Ravager. Die andere Seite hat Lurker. Das ist auf jeden Fall noch zum Vorteil für Savile. Rainer muss die Engagements immer sehr, sehr vorsichtig nehmen. Wenn er einen Ticken zu lange stehen bleibt, löst sich seine Army in Luft auf. Oh, schöne Shots hier. In die Bewegung der Overlords rein. Schafft es fast, sie zu snipen. Es fehlt noch der letzte Schuss. Aber, dass er das getroffen hat, ist schon bemerkenswert. Hier die Roaches uns nochmal. Nehmen den Lurker raus. Jetzt geht's rückwärts. Die Lurker laufen ein bisschen zu mutig nach vorne. 3 Lurker weggesniped. Solche Trades sind stark für Rainer. Versucht seine dritte wieder aufzubauen. Das ist noch Changing in seiner Armee. Die platzen aber gleich auseinander. Das heißt, Savile hat da Infos, wie es da aussieht. Beide Seiten leben am Limit, was ihre Mineralien angeht. 54 zu 47 Worker. Die Roaches sind noch unterwegs. Aber ja, gegen die Lurker ist es schwierig, Runbys zu starten. Damit will man jetzt hier die Rampe runter. Da ist aber auch noch ganz Trupp. Die Roaches sind jetzt da durchzukotzen, kriegen den ersten Lurker. Aber dann eingegraben. Mehr kriegen sie da gerade nicht. Jetzt werden die hier in die Mangel genommen. Von verschiedenen Seiten. Die einzelnen Hydras können sie rauskotzen. Das ist kein Problem. Aber sie müssen halt dann wohl übel durch Lurker durch. Und das tut weh. Und da ist ein weiterer Lurker, der versucht noch mehr Schaden zu machen. Oh Gott, da war sogar noch eine Pause mittendrin. Da gab es noch Lag-Schwierigkeiten anstatt irgendwelche andere Probleme. Die Roaches hier werden rausgepusht und das durch in so einem entscheidenden Game, so einer kritischen Situation. Aber Rainer bleibt hier weiterhin dran. 181 zu 178 im Supply, 51 zu 47 in den Workern. Die Savile Economy ist jetzt auch nicht so üppig, auch wenn er da eine Zeit lang eine weitere Basis hatte. Ist halt der Punkt. So viele Drones hat er gar nicht. Man sieht, dass in der Main Natural im Dritten gar nicht so viel los ist. Da haben wir gerade zum ersten Mal im Rande die Vipern gesehen. Es werden 3 Lurker rangezogen und eliminiert. Lurkanzahl ist bei 3 Stück gerade immer noch. Dafür, dass er vorhin 10 gemorpht hat, sind davon schon sehr viele gefallen. 4 Vipern jetzt auch am Start bei Savile. Also wir gehen einfach die nächste Phase. Die Vipern, der Vipernkrieg, der ist... Es ist ganz Besonderes.
Gerade für Reyna ist es schwieriger, weil er hat noch nicht die Anti, um die Viper danach rausnehmen zu können. Also er ist wirklich nur noch an, oder hauptsächlich gerade an den Lurkern interessiert mit den Abducts. Vipern abducten wird dann interessant, wenn er eben mal selber Anti mit drin hat, selber Hydras mit drin hat, um die Vipern snipen zu können. Weil momentan müssten die Vipern ziemlich dumm in den Crows of Bales stehen bleiben, dass die gesniped werden. Da sieht man, ja gut, Parasitic Bomb ist noch eine Option. Aber auch da kann man dagegen splitten, dass eben der Abduct-Fokus von Subble ist natürlich auf die feindlichen Vipern oder eben auf die Ravager. Die sind für ihn gefährlicher. Wieder Roach-Parallelangriff, aber wird geblockt. Da ist genügend Supply, um das zu stoppen. Upgrades sind gleich mit 2-2. Beide gehen auf plus 2 Missile Attacks. Rain ist sogar einen Ticken schneller. Also krass, wie er hier gegenhält. Und er ist dann gleich selber auf Hydras. Also er kommt so langsam nach diesem Tech-Vorteil auszugleichen. Da ihm fehlen immer noch die Lurker, aber allein mit den Hydras hat er eben ein Werkzeug gegen Feind. Oh, der rennt hier einfach drauf auf den Lurker. Snipe den auch, kriegt eine Blinding Card am Ende noch ab. Die Vipern gehen weit nach vorne. Aber wie gesagt, fehlt die Anti ein bisher noch. Mit Hydras dann hätten sich die Vipern das nicht trauen dürfen. Diesen Move. Unten gibt es eine fünfte Masis für Savile. Rainer ist das noch nicht unterwegs. Da gibt es einen Lurker-Run bei. Einfach reinlaufen, eingraben, glücklich sein. Und er macht dann auch sofort Schaden. Vor allem, das ist eine inzwischen sehr, sehr wichtige Mining Base. Hydras kommt jetzt mal an, den Lurker zu zerstören. Geht dann eine Hydra dafür drauf. DPS für den ist ziemlich gut. Detection ist ja das Problem. Ja, sieht man hier auch. Vorfall muss nochmal nachrücken, dass man da die Sicht hat. Und dann kann man den Lurker rausnehmen. Und Savile geht nach vorne mit seiner Mate. Stellt einen Teil noch hinten raus ab für die Defense. Hier wird es aber gerade angerannt. Die Frage ist, wird die überrannt? Die Lurker machen gut Schaden. Die Roaches sind zu blocken. Roaches wird jetzt aber gerade massakriert. Rainer pusht weiter ran. Der hat auch gerade den Upgrade-Vorteil. Der hat plus 3 Mister-Tags mit drauf. Nimmt die nächsten Lurker mit raus. Die vierte Basis und Savile gibt es auch Probleme. Die Lurker kommen mit angelaufen. Sein ganzes Army-Supply kommt nach Hause. Also merkt man auch, ihm war es gerade deutlich wichtiger, selber zu verteidigen. Er wollte dann nicht irgendwie auf den Base-Trade die Karte ziehen. Obwohl ein paar Lurker defensiv stationiert hatte. Hat aber trotzdem noch Respekt vor dieser Armee, die Rainer da auf dem Feld hat. Rainer jetzt selber mit dem Lurker dann unterwegs. Und man sieht plus 3 Carapace Beam. Deshalb ist gleich plus 3 Missile Attacks mit da. Das heißt dann aber auch maximaler Damage, den die Lurker raushauen. Fünfte Basis bei Rainer. 53 zu 52 Worker. Es ist so knapp. Es ist unfassbar knapp, was die beiden hier abliefern in der Desiderius-Karte. Hydra Range für Rainer unterwegs, hat wieder einen zweiten Trupp unterwegs. Da waren die Vipern gerade reingezogen. Vipern waren rausgefokust. Stark gemacht hier von Savile. Hat schnell reagiert und eben wichtige, teure Vipern rausgeschaltet. Keine mehr übrig. Dafür aber hier noch ein Roach-Trupp. Wird aber gesehen vom Overlord. Also da sind Lurker in der Gegend. Um da einen eventuellen Vorstoß zu verhindern. Weitere Vipern werden nachgebaut. Vipern energietechnisch bisschen was ist noch mit dabei. Insgesamt 8 Vipern auf dem Feld für Savile. Roaches haben das kurz besucht, aber gemerkt, da kommen sie nicht wirklich voran. Das sind halt die Overlords mega wichtig gewesen, dass Savile das gescoutet hat. Roaches geben das aber noch nicht ganz auf. Die versuchen trotzdem irgendwo ranzukommen, wo quasi keine Lurker da sind. An der dritten ist das auch momentan der Fall. Aber die Lurker brauchen nicht lange, um vorbeizukommen und sich einzugraben. 2 Lurker waren da noch gesniped, aber es kostet auch mehrere Roaches. Die ganze Savile-Army reagiert wieder, also er nimmt das wirklich ernst. Bei keinem Run-By bisher, wo er gesagt hat, nee, das macht meine Verteidigung schon, sondern es rückt immer die Army nach und sagt, nee, die Roaches, da lassen wir nichts zu. Hier laufen die mal kurz in die falsche Richtung. Rainer verliert das Supply, aber wird das Road Supply überhaupt mehr ersetzen? Natürlich durch eigene Lurker, durch eigene Vipern, durch eigene Hydras. Lurker hat er bisher nicht direkt am Start. Er hat den Lurker denn. Ihm fehlen natürlich noch die Upgrades, das kann noch lange dauern. Hat gleich das Carapace Upgrade nur oben drauf. Die Roaches versuchen es hier nochmal. Aber er hat noch hier abgefangen und da wird die fünfte Basis einfach weggesnappt. Und jetzt haben wir mit ein paar Drones mehr, die er zwischenzeit reinquetschen konnte. Also man sieht doch jetzt Armys bei den Schatzis mal gedreht. Sieht jetzt wieder ein bisschen besser aus für Savile. Vor allem, also ja, er hat die Feuerpower einfach. Ein bisschen aufpassen muss er noch. Vipern ist beim Gegner auch wieder mit dabei. Eigene Lurker werden gemacht. Da kommt jetzt ein wichtiger Kampf. Vipern werden abducted. Das sind hier bei 8 zu 4. Blinding Clouds werden gesetzt. Und da wird mal kurz drauf gefeuert auf die Lurker. Crossbile trifft richtig übel. Trifft sehr, sehr viel. Sowohl die Vipern drüber als auch die Lurker drunter. Ist das genug für Rain, ist die Frage. Sein Supply schwächelt jetzt ein bisschen. Er hat einfach nicht die Masse an Lurker. Und trotzdem weniger Vipern. Er verliert ein weiteres Mal die dritte Basis. Das ist auch der Drone-Tennis hinten dran. Savile macht also weiter Druck. Crossbile kriegt hier noch ein bisschen ab. Zeno verteidigt sich mit allen Mitteln. Savile, er hat jetzt keinen Bock mehr. Jetzt pusht er drauf. Blinding Clouds kommen dazu. Konter Blinding Clouds kommen ebenfalls. Lurk ist mit dabei. Einige davon werden hier geblockt, wie man sieht, von der Blinding Cloud. Aber es ist der Rest drüber, der sich einfach durcharbeitet. Rainers Army kann sich hier nicht halten. Und am Ende ist es das GG. Und damit Savile gewinnt das Ding mit einem 4 zu 3. Krönt sich selbst damit ein weiteres Mal. Gewinnt die Championship in der 2021 Season. Und Rainer schafft es ganz, ganz knapp. Die Titelverteidigung verpasst ganz, ganz knapp. Also wirklich diese eine Karte hat hier wirklich nochmal einen massiven Fight hingelegt. Savile aber auch hat auf alles reagiert, hat wirklich gesehen, wie er jeden Run bei ernst genommen hat. Er hat
Er wurde auf alles wirklich fleißig gekontert. Hatte den Tech-Vorteil, hat aber damit trotzdem sehr viel Mühe gebraucht, die Rainer klein zu kriegen. Am Ende hat es gereicht. Am Ende machte ich eben das 4:3. Aber starkes Finale von den beiden. Und damit natürlich ein weiteres Jahr, eine weitere Saison abgeschlossen. Und damit auch die 2000 im Kasten. Ich bin mir nicht sicher, wie weit es noch geht. Wie gesagt, das fühlt sich immer ein bisschen komisch an, jetzt von den 1000 jetzt auf den 2000 zu sein. Und zudem kommt ja mit dazu, dass es diese Season, also wir starten jetzt in die Season 2022, die bis eben März 2023 laufen wird. Und das ist die letzte, die Blizzard ja vertraglich mit der ESL abgeregelt hat. Also so lief das ja damals, als die World Championship Series, die WCS, das, die Blizzard World Championship 2019 wurde die ja eingestampft. Und dann hat Blizzard eben einen 3-Jahres-Vertrag mit der ESL abgeschlossen für diese ganzen DreamHack Masters Turniere, beziehungsweise jetzt sind es wieder DreamHack, normale DreamHack Turniere, also nicht die Online, sondern DreamHack Valencia ist nämlich im Juli. Und da muss ich eben noch gucken, wie ich die Zeit mit Replays bis dahin fülle. Also irgendwas finde ich schon, aber ja. Und dann ist es eben so, dass nach diesem Jahr ist eben dieser Vertrag zu Ende. Ich weiß nicht, ob es da eine Verlängerung gibt, was da der Plan ist, was die ESL noch geplant hat. Also wie StarCraft dann in 2023 aussehen wird, das wird spannend. Aber auf jeden Fall für das nächste Jahr sind wir noch versorgt, das auf jeden Fall. Und dann heißt es abwarten. Und von mir heißt es vielen, vielen Dank fürs Zusehen an die Leute, die da schon, egal wie lange sie dabei sind, ganz ehrlich, ich freue mich über jeden Zuschauer, der da Bock hat, StarCraft zu gucken. Eine wirklich lange Reise. Es werden jetzt dann 8 Jahre, dass ich das mache. 2014 habe ich angefangen. Es sind 2022, aber es war gegen Ende 2014, dass ich angefangen habe. Also es werden erst noch volle 8 Jahre. Krass, es nähert sich einem Jahrzehnt. Klar, StarCraft 2 inzwischen halt auch ein recht altes Game, muss man wirklich sagen. Es kam raus 2010, inzwischen 12 Jährchen auf dem Buckel. Und ja, es, man sieht immer noch Sachen. Es sind auch immer noch Patches geplant. Gerade die ESL möchte nochmal balancen. Ich glaube, auch ein bisschen was anpassen. Map-Pool sollte sich dann, glaube ich, auch bald ändern. Ich glaube, nach Valencia kommt, glaube ich, die Map-Pool-Änderung. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ja, wie gesagt, Dankeschön für euch fürs Zuschauen, für die, die einfach dabei sind, die das Zeug mitfeiern und halt auch die, die seit, weiß nicht wie lange, es gibt Leute, die sind schon seit Anfangszeiten mit dabei. Sehe ich auch immer noch gelegentlich. Also das ist mega krass. Wirklich über so lange Reise, über so viele Casts vor allem. Es ist so viel StarCraft-Material halt auch. Also wenn man das von Anfang bis Ende durchgucken will, ich glaube, man ist... Ist man schon Jahre beschäftigt? Bin ich mir nicht sicher, aber Monate auf jeden Fall. Also wenn man ohne Pause schaut. Wenn man mit Pause schaut, ist man, glaube ich, auch fast Jahre beschäftigt. Bis man das von Anfang bis Ende durchgeguckt hat. Weil das ist... In diesem Kanal gibt es sehr viel StarCraft. Zwischen auch ein bisschen mehr anderes Zeug, da habe ich auch sehr viel Spaß dran. Trotzdem, StarCraft ist immer noch ein Ding, wo ich einfach, wo mein Herz rein investiert ist und wo ich trotzdem sehr viel Freude dran habe. Und damit, das war's mir. Wie gesagt, mal sehen, wie weit wir mit der Zahl noch kommen, wie hoch die Reise geht. Ich weiß es nicht, beim aktuellen Kurs wären die 3000 noch sehr, sehr weit weg mit der aktuellen Zahl an Replays. Aber mal gucken. Man weiß ja nie, weil ich switche meinen Ablaufplan ja immer wieder mal. Daher kann man sich da nicht sicher drauf verlassen. Das war's mir. Das war die Nummer 2000. Vielen Dank an euch. Bis zum nächsten Mal und tschüss.